So, guten Morgen, willkommen bei einem kleinen Special. Ja, ich habe gedacht, ist bald Weihnachten und so, ne? Da machst du mal ein kleines Special, ja. Und deswegen werde ich jetzt Piratenweihnacht spielen. Ein schönes Spiel, denke ich mal. Ich kenne es nicht, aber es ist einfach mal schön, sage ich jetzt, ja, genau. Hat's zu sein. Und es ist von Realtroll erstellt worden, im RPG Maker 2000, glaube ich. Der müsste 2000 sein. Ja, der hat auch noch weitere schöne Spiele erstellt. Lohnt sich auf jeden Fall, sie zu spielen. Vor allem die Reise ins All kann ich sehr empfehlen. Die werde ich auch irgendwann nochmal let's playen. Nach Command & Conquer, Decent, Clone Get a Covar. Ja doch, also irgendwann nächstes Jahr. Und ja, das war's im Prinzip. Ich fange dann am besten einfach mal an. Ja, ist mal gut. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut, weil, naja, weil er halt zu laut sein könnte. Und ich habe das Fraps-Zeichen voll in meinem Bild und kann irgendwie, achso, Kapitän, ja, ruhige See, keine Gewitterfronten, wir liegen gut in der Zeit. Was sagt das Radar? Und warum rede ich so scheiße? Das Radar ist schmutzig, würde ich direkt mal sagen. Man hört dieses Piepsen wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, man sieht den Hai. Hai, genau. Ein bisschen leise für den Wecker. Piraten! Piraten? Ja, Piraten! Gott, die Stimmen klingen bestimmt total scheiße, aber egal. Arr, arr, arr. Chlor zum Enden! Gift hat was an den Ohren! Arr, arr, arr! Gut, die grafischen Einblendungen werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Arr, das sind ja... Ach Gott. Das sind ja riesige Schatzkisten, sind das. Nehmt, was ihr tragen könnt, Jungs! So ein Fang bockt man nur eh mal im Leben! Gott, klingt wahrscheinlich total scheiße, aber egal. Lein los! Zur Insel, har, har, har. Gott, ich das Spiel jetzt schon lieb. Arr, dat nen Ückmal, ne fette Prise. Nu steh doch nicht so rum, Kinnings. Wollt ihr wohl die Schatzkisten bringen? Ach ja, ich heiße übrigens Captain Kuddel, heißt der Kerl übrigens. Sollte man erwähnt? Ich kann den Namen kaum lesen, weil es Fraps. Frame-Anzeige da oben, wunderbar ist. Egal. Harr, harr, harr. Da platzt mir auch das Logbuch. Und die Klüffer knutscht die Planken. Ran mit der Beute, immer's ran. Ich verstehe nicht mal so genau, was das überhaupt für Dialekt ist, aber egal. Nun müsst mal nicht schlapp machen tun. Wind in den Blinden und weiter geht das. Ich soll vielleicht erst wegdrücken, wenn ich fertig bin mit Lesen. Arr, arr, arr. Und wie geht das nun auf? Wanten. Wie heißt der? Wanten Louis, glaube ich jetzt. Alons Donk, wir haben einen Schatz. Das ist es, was zählt. Arr, Schatz, arr, Schatz, arr, Schatz. Und der Kanonencheck. Ja, ja, aber wie geht die Schatzkiste nun auf? Arr, Schatz, arr. Ach, weiß was denn ich? Denn ich. Na, wie wird das wohl upgehen? Wie so eine Schatzkiste eben upgehen sein tut? Upgehen dein... Upgehen tut. Mit Gewalt. Genial. Und Kinnings, was ist drin? Es sieht aus, vielleicht kommt es selber her, Kapitän. Arr, wärst doch wohl noch ein Silberband von einer Juwelkette unterscheiden können. Gott, ich hau die Stimmen total durcheinander, glaube ich. Tschä, was ist das denn für ein Blödbackenkram? Es sieht ein wenig nach Silber aus. Ein Es-Zibas. Ist das Franzosen, oder? Silber? Naja, so ein hübschen, aber irgendwie...
Sehen Sie, Captain, ein Ladeverzeichnis. 5 Tonnen USB-Sticks. Scheiße. Was? Das gibt das noch nicht. Scheiße. Schon wieder so komischer Shit-Kram. Arr. Und ich hatte mich schon so auf einen Schatz gefreut, mein Kapitän. Warum redest du Französisch? Vielleicht ist dies ja auch von Wert? Was, dat olle Zeuche? Zeuche, ja. Zeug! Nee, mein Jung! Wir helfen wohl den Müllkutter erwischt! Ich red so komisch. Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht! Gleich mir am Mors mit deinem. Vielleicht. Hä? Schmeiß das Zeug zum restlichen Plunder! Ich brauch erstmal ne Bull rum! Und wenn ich wieder ne da bin, will ich die Küste. Will ich die Kiste nicht mehr füllen? Gott! Ich krieg noch einen Sprachfehler von dem Spiel. Scheiß Fette, aber geil. Und wir können den Kapitän spielen. Kapitän, Kuddels, Knuddels. Kuddel, Kuddel. Kapitän. Oh, ich kann seinen Namen richtig lesen. Arr, draußen, arr. Okay. Holz, jawohl. Lücken klaffen, war ein Held schon tätig. Ja, ich bin Held. Das ist mir wichtig, da die Wand nicht untergehen können. Die Wand, genau. Oh, sogar mit Mundanimation. Oh. Ich kenne die See wie mein Westentisch. Die Karten sind der Dekoration. Sind die. Ja gut, das hatten wir schon. Was ist da noch? Eine schimpfende Spinne krabbelt aus der längst geleerten Flasche und möchte ihre Ruhe haben. Ja, nö. Kugelrund! Arnold! Kann ich noch was machen? Nein, da kann ich nichts mehr. Was ist da noch so? So ein Shitkram! Wer hilft die Mühle so hochstellen tun? Ich wollte jetzt eigentlich die Flasche daneben haben. Naja. Ohne Pfann und Topf ist das Ding zunächst zu gebrauchen! Ja, yeah, ich kann Licht machen. Oh, ich bin Gott. Es werde Licht. Und wieder weg. Pfannen und Töpfe jeder Form und natürlich penibel sauber geschleckt, bevor sie wieder in den Schrank gestellt wurden. Pfanne genommen. Hey, ich hab eine Pfanne. Hey. Durchschnallen wir doch innen den Klabauter vor die Kanone. Die beiden Suffköpfe helfen den letzten rumgeleert. Arr. Doch Gift hat nur eins, um ihn Laune wieder vom Wind zu bringen. Piratenlapskaus. Aber wo ist das Rezept? Arr. Na klar. Oh. Hier? Nee, der ist alle. Och, schade. Das klingt total scheiße und es klingt wahrscheinlich total Mist, aber egal. Rezept für Piratenlapskaus. Ein Spiegelei, zwei rohe Heringe, drei fein gemahlene Schafe. Schafe? Okay. Ei braten, Hering und Schafe mir dazu. Umrühren, fertig. Okay. Ich helfe nichts für die Pfanne. Halt, warte mal. Kann ich das da auch? Nein, kann ich nicht. Yeah, Piratenflagge. Kann ich die anreden? Arr, arr, arr. Arr, 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 arr. Okay, das war jetzt mehr so Zufall. Pff, auch nicht schlecht. Kanonencheck. Ich verstehe das nicht, Kapitän. Wo bleiben die Schiffe voller Gold? Früher waren noch auch Schätze verschifft. Ja, die Zeiten sind vorbei. Bei meinen beiden Ölsbeinen, mein Kapitän. Ich möchte endlich einen Schatz. Arr, 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 arr. Kann ich da noch was benutzen? Noch irgendwas? Also in die Höhle kann ich schon mal gar nicht, das weiß ich jetzt schon. Da noch irgendwo lang? Nein, ich kann nirgendwo lang. Ach, verdammt. Okay. Wir gehen in die Höhle, yeah. Und, was ist das? Steuerbord, Backbord. Arr, dort sind schon wieder die
Beckenplanken runtergekommen sind, die Dor. Oh Gott, ist das. Arr, nicht der schon wieder. Wetter.de. Hat heute endlich immer das Lösegeld gezahlt. Das nervt sowas von nervt. Dat. Okay, da kann ich aber nicht rein. Da werden wir genervt. Oh. Renne niemals einfach so in einem. Okay. Bleibt der jetzt oder muss ich noch mal. Boah. Es war so klar. Also was spiele ich für Weihnachten? Und ich, ach, ich hab's drauf, du. Ich stell mich wieder mal an heute. You fail again. Und again. And again. Und again. Ah! Ach, komm! Okay, ich mach das anders jetzt. Ich mach das jetzt. Ganz anders. Ich laufe erstmal in die Stacheln. Ja. Aber das kann einen echten Piraten nicht aufhalten. Hoffe ich. Scheiße, ich kann nicht speichern. Warum kann ich nicht speichern? Ah! Ich will mal beweisen, wie toll ich bin. Bei so einem einfachen Rätsel zu versagen, das kann nicht jeder. Was? Ich stand doch schon auf dem Schalter. Voll verbockt, ey. Segel setzen. Dafür wird der Ersteller bluten. Boah. Boah, ich hasse es. Danach kommt bestimmt noch eins. Das war so klar. Oh, wow, das war jetzt mutig. So, kann ich da jetzt raus ohne. Ah, jetzt ist wahrscheinlich alles wieder zurücksetzt, richtig? Ja, das war so klar. Okay, das könnte jetzt etwas länger dauern. So, 2 Stunden. Ich hatte irgendwie nur so 1 Stunde Aufnahme eingeplant für dieses kleine Projekt, das ich morgen Nacht hochladen werde. Also vom 23. auf den 24. Ich könnte vielleicht mal irgendwas erzählen dazu. Ja, nö, wir wollen da nichts drüber wissen. Wir wollen einfach nur, dass du hier so in die Stacheln läufst und fluchend anfängst, nackt durch die Gegend zu rennen. Was ich nicht mache, nein. Ja, das ist ein Kurzspiel halt nur. Echt jetzt? Deswegen dauert so lang, was? Ja, ich mache selbst aus dem Kurzspiel noch ein 30-stündiges episches Abenteuer, das genauso langweilig ist, wie es klingt. Ich komme da nicht rüber, war klar. Oh, nix. Oh, das wird total. Wir im Kopf, wenn man das die ganze Zeit anschaut und anhört. Ach, jetzt habe ich einen Stein eingesammelt. Ich habe einen Stein, Jungs. Ich habe einen Stein. Honk ist bewaffnet. Versteckt eure Frauen und Kinder. Hey. Krieg den Schlüssel? Ich krieg den Schlüssel. Ich wollte noch irgendwas sagen, glaube ich, ne? Ach ja, zum Spiel. Ja, so ein kleines Spiel, haben wir gedacht, hey, ist Weihnachten und so, ne, hey. Also für den Fall, dass jemand nicht mitbekommen hat, naja, noch ist kein Weihnachten, aber bald ist Weihnachten. Arr, die Palme schnattert Wetter. Oh, bin ich mächtig? Arr, Sächle wohl Hackfutter. Haha, ich bin mächtig. Arr, Sieg. 28 Erfahrungspunkte. Arr, lange Verdück, die Männer's nicht mehr ablenken können tun. Richtige Beute mit her, mein Dad. Arr, so ist das gut. Die Mannslüt helfen die olle Kiste vergraben tun. Bloß auf den Blick wieder Knasselkram. Die sind ganz schön schnell im Kram.
Arr, ja, das hat man schon. Gut. Ja, und da ich ja auch, wie gesagt, die Reise ins All irgendwann mal let's playen will, dann ist ja wohl, Mann, ein einziger klüngiger Haufen Murks, kein Gold oder Juwelen, nur so tüdelgrämiger Klumpatsch. Boah. Und warum ist da hinten ein Polizeiauto? Und ist jemand diesen Mülleimer aufgefallen? Und die Toilette? Laptop oder was das sein soll? Gitarre? Computer? Fernseh? Kaffeemaschine? Gefriertruhe? Schreibtisch? Bücher? Verdammt, was hat es auf dem Schiff alles zu suchen? So, dich nehmen. Harr, harr, harr! Schafmehl, ahoi! Zier dich nicht! Wat mit, dat mit? Was? Ich muss gegen Schaf kämpfen? Klar. Zum Ändern. Arr! Was kann ich überhaupt für Specials? Das machen wir doch gleich mal. Okay. Okay, warum auch immer. Schaf gefunden. Ich hab's gefunden, ja. Ich wusste vorher nicht, dass da ein Schaf war. Hab's nicht gesehen. Ja, und da das mit Weihnachten zu tun hat, hab ich gedacht, nehme ich das. Hey, weil ich es auch noch nie gespielt habe und so und mal gerne spielen wollte. Und Piraten, was soll ich da denn von hier und lesen tun können, Döskopf? Früher, ja damals, durch Häfen die Schippen doch Schätze transportiert, aber heute, arrr. Ja, und da habe ich gedacht, hey, mache ich das und so, ne? Weil, weißt, kann ich, ne? Und es kommt Piraten drin vor und was ist das? Keine Ahnung. Und Piraten sind auch cool, ne? Har, 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 Schafmehl, ahoi! Donnerschlag, gewillt zum Aufplustern! Oha, Verstärkung! Arr, dann Gift zu deinem Gottenkram für eine ordentliche Pudelmütze! Pudelmütze? Seit wann tragen? Boah, komm! Ich hasse es! Einer meiner Erzfeinde. Boah, könnt ihr auch was anderes? Einer meiner Erzfeinde in RPGs. Schlaf! Doch! Ja, und ist bestimmt lustig, weil Real Troll, der hat Humor irgendwie, ne? Da hab ich gedacht, ja, Piraten und so und Weihnachten, ne? Das klingt gut. Das lebt noch. Ich kann ein Schaf nicht totschlagen. Och. Ah, ich schläfe mich nicht ein, mach was Neues. Deswegen spiele ich das jetzt. Yeah, es soll nicht lang dauern. Vielleicht, hoffe ich, möglicherweise. Boah, ich werde hier von einem Schaf vermöbelt. Boah, ich treffe kein Schaf, verdammt. Es ist ein Schaf. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als wenn man da gegen einen 10 Zentner schweren Stier kämpft. Nein, es ist ein Schaf. Vielleicht hätte ich erstmal eine Piratenkanone holen sollen. Na endlich! Das war jetzt aber schwierig. Das war sehr schwierig. Damit geht's schneller, komm. Na, das war heute gleich so gemacht. Und ich finde wieder Schafe. Ja. Habe ich vorher auch wieder nicht gesehen. Weil ich bin blind. Arr, Köder, arr! Ah, okay. Haha, ich hab dich. Ich habe einen Wurm gefangen. Angel erhalten, hey. Arr, einen Haken mit dir, du Wurm. Du kick nicht so. Wat möt, dat möt. Olle Heulsuse. Also gut, wenn du mich versprechen tust, die Heringe mit dem Wurmkräften zur Strecke zu bringen, will ich dich verschonen. Das will ich sehen. Aber wer du tust mogeln, ich weiß doch, wo du wohnst. So, und nur ab mit die Heringfang, arrr. Wo bin ich? Ah da, ich bin der Wurm. Ich muss die Fische fangen. Als Wurm. Ja. Wo ist hier der Logikfehler? Richtig, ich bin unter Wasser. Haha. Warum da jetzt der. Und ich krieg keinen Fisch. Fischi. Hering gefangen. Ha.
Kann noch mehr empfangen? Kann hier noch irgendwas anreden? Nein, keine Geheimnisse! Scheiß Spiel, ey! Ey, ey, ey! Ey, Alter! Ha, ich hab noch einen Hering. Dann zeig mal her, was du hast! Arr, zwei Heringe! Guter Fang! Na Gott, du Wurm! Du bist frei! Arr! Boah, das geht voll auf die Stimme, wenn die ganze Zeit so redet. Ah, erstmal einen Schluck trinken. Oi, Heringschlechter! Okay, ich habe Heringe, ich habe Schafe. Ich brauche noch... ich brauche noch Eier. Ein Ei. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen irgendwie, wenn ich... Ich helfe nichts für die Pfannen. Ah. Okay, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Ey, nein, an die Mühle komme ich nicht ran. Das hatten wir schon. Ja, die Wand soll auf keinen Fall untergehen, weil... schon scheiße, man sitzt in seinem Haus und plötzlich ist er auf die Wand, aber da denkt er sich auch, scheiße und so, ne? Also, da fällt es da runter. Da kann ich mich nicht bewegen, okay. Ich... von da? Macht jetzt direkt mal keinen Unterschied. Naja, arrt euch mal wieder. So, suche das fehlende Puzzleteil. Oh, dann bin ich wieder so total super genial über. Hat er zwei? Hat er zwei Haken oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Das erinnert mich. Ja. Da war nichts mehr, oder? Bloß nicht nochmal! Nochmal! Moll! Ach, ich kann ja doch da rein. Achso, okay, der sagt. Achso, ich darf nur nicht berühren. Sagt mir das doch mal jemand. Steht da? 1, 5, 3, 4, 2, 6. Oh Gott. Also. Ich nehme mal an, ich muss hier 1 drücken. Oh, wenn er kaputt hat, arr! Ist wahrscheinlich auch kaputt. Ja, ja, ja. Das waren noch Titen! Waren dat! Ist hier noch so richtig schöne Geisel an der Wand, hesch! Gehängt helfen! Noch Titten? Ja. Den wollten du wirklich kennen helfen! Und dann sind wir irgendwie drüber sitzen bleiben tun! Also, ich hab 1, dann... oh, verpiss dich, du scheiß Geist, du gehst mir auf die Nerven. Hä? 1? Moment. 1? Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Ah, jetzt. Die Erleuchtung. Man muss nicht irgendwie so 1, 2, 3, 4. Oh, geh weg. Du verkackter Geist. Geh weg. Geh sterben. Okay. Das wird schwierig, glaube ich. Ach, geh da raus. Verfolg mich nicht. Ich habe dir nichts getan. Ich will doch nur die scheiß Spitzhacke. So, kann ich jetzt da durch? Arr. Kann ich das Brett mitnehmen? Nein. Schade. Hol eine Kiste. Ey, was ist das? Was ist... so ein Blödfug! Doch hefug so eine schöne Schatzhülle, aber kein Schatz! Das wird endlich wieder Beute geben, wird das! Arr! Kann ich ja sonst sowas machen? Ich muss hier immer alles. Es ist schlimm in Rollenspielen bei mir. Ich laufe mir endlos lange in der Gegend rum und suche irgendwelches Zeug. Leiter nehmen? Oh. Nein! Verdammt. Okay. Das war so nicht beabsichtigt. Ich speichere erstmal. Kann ich da jetzt noch rauf? Scheiße. Sisak. Scheiße. Fuck. Ich hoffe jetzt einfach mal, da oben war nichts Wichtiges. Ach, das ist jetzt scheiße. Ja. Psst. Ja.
So, ich habe jetzt eine Leiter. Was muss ich mit der Leiter machen? Was habe ich noch? So Schaf habe ich dreimal. Leiter, Spitzhacke, Angel. Oh, Mann, Mann. Hätte ich vielleicht erst auf den Ausguck gehen müssen? Ach, ich will nicht nochmal alles nochmal spielen. Ja gut, ich will jetzt wissen, was auf dem Ausguck ist. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier mal eine kurze Unterbrechung. Und wir sehen uns wieder, wenn ich wieder bisher hingespielt habe. Also bis gleich. So, und ich bin wieder da am Ausguck. Und diesmal schauen wir erst in den Ausguck. Und arr, wir können arr sagen. Hat sich schon mal gelohnt? Und wir können arr. Immer nur so ein Eisenkähne unterwegs. Wo bläffen die Galionen mit Duplonen? Ja. Es hat sich jetzt total gelohnt, da nochmal bis daher zu spielen. Und wir nehmen die leider mit. Ja, das waren jetzt gut 10 Minuten, die ich gebraucht habe, um nochmal zu spielen. Es hat sich total gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Wer was anders sagt, der hat keine Ahnung. So, was mache ich jetzt mit der Leiter? Also. Dahin kann ich sie nicht stellen. Nein. Dumm, verfressen, langweilig. Aber gibt Wolle. Ja. In handliche Form gebrachter ehemaliger Baum. Unter allen 20 Zentimeter langen Fischen der herrlichste. Macht den Weg frei. Reifeisenbahn. Tückisches, erbarmungsloses Fanggerät. Kletterbefördernde Lattenverbindung. Ja. Sehr schön ausdrucksweise. Nur wo muss ich jetzt mit dem Ding hin? Ja, ja, das hatten wir schon. Art, 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 art. Ah, ich weiß. Warum bin ich da denn früher drauf gekommen? Haha, ich bin brillant. Wie passt das Schaf in die Mühle? Gotte Mühle, die mag all Lüt und fein, Maxi. Arr, Schrank, arr. Mir fehlt immer noch ein Spiegelei. Was? Hab nichts für die Pfanne, Laura, kein Mist. Stellt mir jetzt nur noch die Frage, wie kriege ich diese verdammten Eier? Ey, man kann das Spiel backen. Cool. Oder was heißt backen? Man kann die Grafik verbacken, leicht. Kann ich das denn mitnehmen? Nein. Oh Gott. 2 Stunden später. Ich habe jetzt alles angeklickt. Was ist die Lösung? Erstmal schauen wir, was wir sehen, vergessen und was auch immer habe. Ich muss jetzt direkt mal sagen. Nein. Okay. Was liegt denn im Boot? Im Boot? Ja, was macht mein Boot? Nur immer fährt er rum. Boah, es geht voll auf die Stimme. Es ist der Wahnsinn. Aber ich habe eh nichts Besseres zu tun, als meine Stimme kaputt zu machen. Deswegen mache ich alles weiter. Und wie verdammt komme ich an die Eier? Ich kann mich nämlich da nicht mehr bewegen. Moment. Haha, ich bin brillant. Arr! Gott, warte, das war jetzt irgendwie zu einfach. So einfache Sachen verwirren mich immer. So, nun den Rest dazu tun. Heringe, Heffig, Schafmehl, Heffig. Ja. Arr, Piratenlapskaus ist fertig. Ah, jawohl, einfach draufgeknallt aufs Rezept. Sieht das lecker aus. Und das war doch Gott. Das ist fast wie ich. Donnerschlag. Scheiße. Nach dem guten Essen tut man doch immer die Beste den helfen. Arr, ich möchte die Männer rufen tun. Kann ich die Pfanne mitnehmen? Das war lecker. Gott, ich muss was trinken. Arr, Männers, ringkomm! Fichtre, le clever, la, la. Erklärwand? Hä?
verstehe ich jetzt nicht so ganz. Moin, Kapitän! Haben Sie etwa einen Plan, Kapitän? Und übrigens den F! Wie ich so infallen tun, wie wir an Beute kommen tun werden! An viel Beute! Beute, mein Kapitän! Arr, 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 arr. Boah. Und wie, Kapitän? Wenn die Beute nicht zum Piraten kommen tut, dann wird die Pirat zur Beute gehen! Sehen wir der grausamen Wahrheit in ihren Flunsch? Ups, sehen du nur noch Müll rumschippen? Arr, arr, arr! Aber wo können wir denn sonst Beute erhalten? Beim reichsten Mann von ganzer Welt, Louis. Wir fahren hin und raum in Ut. Was soll? Das sieht aus wie, was weiß ich. Ah, also mit dem Kopf verschrumpft. Bei ihm. Mon Dieu, le diable. Arr, schlimmer, Louis. Nach all was Üfhelf hören tun, soll der hier ein echter Brocken sein. Das wird nicht leicht. Sie wollen den Weihnachtsmann ausrauben, Kapitän? So sieht er unten, mein Junge. Das ist genial. Wer jedes Jahr jedes Kind auf dieser Welt beschenken kann, muss unermesslich reich sein. Ich habe nichts zu Weihnachten bekommen. Du bist ein Pirat, Louis. Piraten kriegen nichts zu Weihnachten. Aber das wird sich dieses Jahr ändern. Wird sich dann har 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 arr arr arr. So, ab zum Ship. Wir fahren zum Nordpol. Kann ich sagen, bitte? Das ist der Kerl, mit dem wir jede einzelne Dublone kloppen werden tun. Arr. So, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Nö. Ich kann über Loche hüpfen. So, dass wir jetzt ein letztes springen. Ha, wir springen über dieses Kackloch. So, wir schauen nochmal die Flagge an. Arr, 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 arr. Und dann geht's gleich weiter. Brumm, 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 brumm. In unserer Deluxe-Ausführung der Nussschalen-Klasse. Deluxe-Boot der Nussschalen-Klasse. Okay, der weiß. Up zum Ship! Der war jetzt schlecht. War ich total fast. Was? Arr, die Bucht ist wieder voller Heil! Nützt nix, doch müssen wir durch, wenn die zum Ship wollen! Volle Fahrt voraus! Achso, ich muss jetzt an denen vorbei, ist klar. Weil Piraten sind tödlich für unser Deluxe-Schiff der Nussklassen. Okay, ich gehe eins rauf. Ich gehe eins runter. ich gehe mal hier hin. Eins rauf, eins runter. Ein Schritt vor, zwei zurück. So kommen wir ganz schnell ans Ziel. Ich bin entzückt. Oh, fast weg reingeschwungen. Und der da oben ist verdammt schnell. Ah, das erinnert mich an dieses, wie heißt Frogger? Wo man diesen scheiß Frosch über die Straße bringen musste. Boah, ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Was heißt, ich habe es? Ich hasse es immer noch. Und wie ich es hasse. Ich kann gar nicht beschreiben. Boah, bin ich gut. Mein Bein ist es so lang. Und so machten sich die Piraten auf den Weg zum Nordpol. Auf den Weg zum Nordpol. Ja. Den sie nach Herzenlust plündern wollten. Armer Weihnachtsmann. Wehe, du hast gar kein Gold. Scheiße. Arr, endlich wieder auf See. Ich bin schon dreimal von Mast zu Mast gesprungen. Es ist eine Lust. Ich habe jetzt einen Sprachfehler. Arr, ich kann das gar nicht erwarten, bis wir in Gold schwimmen, two Männers. Captain, sieh hier, und wer steuert das Schiff? Das Schiff ist zu lang. Ich wollte auch mal im Bild sein, wollt ich. Arr, le Weihnachtsmann, kann ich dich schon einmal frisch machen? Der rote Teufel wird eine ordentliche Überraschung erleben, wenn wir es der Schwelle stehen tun. Ob der Stelle, ja, irgendwie Hunger. So ich das einmal wieder das Schiff lenken tun. Killings, arr. Wäre doch von alleine auch ganz gut, oder? Ja. Arr, Kaperfar, arr. Kapitän, fahren wir denn auch in die richtige Richtung? Der Nordpol liegt doch eigentlich eher nördlich von uns. Erstens,
Wann immer es der Kompass auch knacken tut, der Captain heft immer recht. Arr! Und zweitens, vor uns tut ein harter Turn liegen tun. Ich will erst mal sehen, ob noch so ein Künstler an der Kanone sind tust. Arr, ballern, arr! Dann ist mein Kanonencheck! Los, Minion, knall die Palmen ab! Das Piratenschiff hat eine Bugkanone. Per Ender schießt in Fahrtrichtung. Du kannst über das Ziel schießen oder davor oder sogar treffen. Das bezweifle ich. Wie jede echte Piratenkanone hat auch diese unbegrenzte Munition. Viel Spaß. Yeah, Palmen, gigantische Explosion. Yo, das ist mein Kanonencheck. Keine Gnade dem Gehölz. Arr, arr, arr. Neuer Kurs, Nordpol. Arr, arr. Wo muss ich jetzt lang? Also vielleicht links? Unten? Rechts? Ja, also wie es aussieht, ist das Spiel verbuggt und es geht nicht weiter. Ja gut, ich speichere dann hier und auf Wiedersehen. Nein, ich fahre jetzt einfach mal. Und ich muss sogar mitten auf dem Fallplan. Boah. Ich merke schon, das wird eine richtige gute Fahrt, wird das arr. Möwen. Eine Briefmöwe! Was will die denn hier? Arr, Post, arr! Was, Louis? Kann ich lesen? Kann er nicht! Und Kanonencheck tut immer das All mit Sinn! Beten Handhacken zerreißen tun! Dann lese ich Level selber! UNO-Hauptquartier, Abteilung für Tiernahrung und Pirateriebekämpfung. Okay, das passt zusammen. Sehr geehrter Herr Captain Kuddel, wir fordern Sie hiermit auf, Ihre feindseligen Planungen gegen den Weihnachtsmann einzustellen und nie wieder aufzunehmen. Betrachten Sie diese erste Warnung zugleich als unsere letzte. Bei Zuwiderhandlungen ermächtigt uns eine gewisse Resolution zu robusten Schritten, die uns, aber vor allem Ihnen, leid tun werden. Sollten Sie dennoch diesen Kurs fortsetzen, werden die gesamten maritimen Streitkräfte der in dieser Ratsperiode dafür verantwortlich Macht die Jagd auf Ihr Schiff eröffnen. Bitte nehmen Sie uns ernst. Mit freundlichen Grüßen, Ihre UNO. Oller Klumpatsch, arr! Weiter geht dat! Kriegsschiff voraus, mein Kapitän! Arr, die machen ernst, machen die! Wat vor ein Schippe, wandte Louis. Zeig, was die Augen können! Ich schäne Flagge am Mast! Österreicher! Klar, klar Schiff zum Gefecht! Oh Gott, Österreicher! Arr, die tun Brandherren! Brander einsetzen! Kanonencheck versenkt den Kahn mit den Kanonen! Und wie kommen denn Bette nicht noch zu nah? Ich hab doch eben getroffen, dachte ich. Treffen und so. Vielleicht, dass man die richtige Richtung schießt. Oh, ich hab 50 Erfahrungspunkte, hey! Aha, scheiß Österreicher! Boah, noch mehr Österreicher, hey, hey, hey. Und nichts Besseres zu tun. Mensch, geht weg. Österreicher sind in Deutschland nicht mehr gern gesehen seit diesem Vorfall da vor ein paar Jahren. Kann ich überhaupt so seitlich treffen? Oh ja, kann. Wahrscheinlich kriege ich jetzt 0 Erfahrungspunkte, weil ich 2 Milliarden Mal daneben geschossen habe, aber... Boah, ich bin so froh, Pirat zu sein. Ich habe unendlich Munition. Ach, komm! 100 Erfahrungspunkte. Nein, ich bin toll. Jetzt kommen wahrscheinlich 3, ja? Was hat er sich als nächstes Kreatives einfallen lassen? 4? Boah, komm! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich... Nein, ich habe es noch nicht erwähnt, dass ich die Abfrage... des Epic Game Maker 2000, auch des 2003ers, in solchen Spielen hasse. Ja, also er ist definitiv nicht dafür gemacht. Und, also, 150, haha. Oh. Oh, was ist das denn? Das Flaggschiff! Ja, und deswegen ist das teilweise echt scheiße, damit irgendwas zu treffen. Deswegen ich auch Dings, ach wie heißt, mir fällt der Name nicht ein. Dreamland? Dreamland? Was Dreamland? Ja. Nie durchgespielt habe. Oh, komm. Weil die Abfrage einfach so scheiße ist. Oh, komm. Was ist das überhaupt? Das ist sogar Flaggschiff, ne? Das ist eine Sardinenbüchse mit zwei so Rädern dran.
mich verfolgt und verdammt schnell ist. Ach, geh weg! Stirb! Ach, ich bin so ein Meisterschütze heute wieder. Ja, ich meine, bei mir kann man lernen, wie man einen 5-Minuten-Let's Play auf 10 Stunden ausweitet. Und aus jeder Kleinigkeit einen dramatischen Endkampf macht. Ach komm. Na also. Müllding da. Als ob ein Stahlschiff mit einem Holzschiff mithalten könnte. Ach, herrlich. Arr, Sieg, arr. Was ist das jetzt? Flugzeugträger? Oha, ohaua, ohauahaua. Laut sprechen. Die NATO hat mal übernommen und jetzt ist Schluss mit lustig. Stoppen Sie Ihr Boot, strengen Sie die Waffen. Bei Zuwiderhandlungen schicken wir Sie auf den Grund. Das ist ein Schiff, kein Boot, du Moskop. Du gibst einfach deine Ohren, klar zum Entern. Und nimm deine Kanone mit, Kanonencheck. Arr. Was? Arr, arr, arr. Widerlicher Dreck. So keine Silhouette auf den Tun. Auf den Tun, tun die nicht. Nee, erste Entern, arr. Arr, sogar ordentlich gescheitelt. Wandenluis und Kanonencheck haben auch eine Spezialfähigkeit. Solange der Seesack Messer und Kanonenkugeln enthält, kann über Spezial die entsprechende Fähigkeit eingesetzt werden. Ist die Munition aufgebraucht, muss erst neue gesucht werden. Die Fähigkeiten der beiden kosten keine Energie. Darum steht bei Spezial auch eine Null bei der Kosten. Man braucht nur Munition aus dem Seesack. Naja, ich greife erstmal normal an, denke ich. Hebt mir dann die Spezialattacken für den Boss auf, der da wahrscheinlich bald wieder kommt. Mein Streit für mich nach Bosskampf. Oh, rumfaschel. Und ich krieg Stufe 2. Und es geht so auf die Stimme, das ist der Wahnsinn. Oh, oh, ohne Kiste. Ach ja. Wie ein echter Vollprofi hust ich immer voll ins Mikrofon. Wie kann man es auch anders machen? Kriege ich eigentlich wieder voll Energie aufgefüllt, wenn ich... Hey! Nicht so fest, das tut doch weh. Hau ich da... Womit haut der überhaupt genau zu? Also der macht es mit seinem Haken, aber... Ach so, das ist... Das habe ich gedacht, warum hat er so viel Schwerter? Da weiß ich nur, wie die Nachkraft bin. Ja, daneben, schon klar, ja. Piratenpack, Piraten. Fünf Kanonenkugeln erhalten. Ich krieg eine HP. Oh, Arr, verschlossen, arr. Okay. Klar zum... Arr, meine Messer wollen eure killen! Mart. Ach, wir benutzen einfach mal die Spezialwaffen. Was ist los? Ach nein, ich habe den falschen beschossen. Scheiße. Oh, der hat keinen MG, der ist harmlos. Also beschieße ich mal den. Ja, warum nicht? Okay, der ist jetzt eh gleich tot, hoffe ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll ich nochmal so einen Spezialangriff machen. Ach, Blödsinn. Ich hab doch gespeichert. Aha. Wegspeichern kann, der ist eh unbesiegbar. Ich bin daneben, ey. Gut, kann der auch daneben schießen? Wie kann jemand mit zwei Haken Händen eigentlich eine Kanone bedienen. Ja. Zwei Rumpflaschen halten, ein Rumpfschlüssel. Was bringt mir überhaupt rum? 50 HP, 250 HP. Das klingt nach einem rauschenden Festlein.
Da oben ist. War ja klar. Also man kann es jetzt so machen, also man beendet das Spiel und lädt einfach wieder, weil man gemerkt hat, das macht man, aber ich mach das nicht, nein. Also ich stehe, wenn ich Scheiße baue, stehe ich dazu und lade nicht einfach wieder. Was ist da unten? So, mal ist da runter. Vielleicht schaue ich doch erst nach rechts. Wirkt mir erstmal sicherer. Soll ich meine Spezialangriffe verwenden oder soll ich es lieber lassen? Ich lasse es erstmal. Ich heb mir das lieber für Bossgegner auf oder so. Für den Weihnachtsmann, wenn wir ihn finden. Boah. Das ist übel, diese Piratenstimme die ganze Zeit zu machen. Das geht echt in den Hals. Gott, wird es lustig, wenn ich Dings spiele da. Reise ins All, da wir stundenlang machen. Na gut, keine Piraten, aber. Egal. Was ist da drüben? Ja, sehr nett von euch, sehr schön, ja. Wir machen erstmal hier den Hebel aus und schauen, was passiert. Okay, hier schon mal gar nichts. Da oben. Auch nichts. Da oben auch. Nö, da ist nichts. Ah, aber das Ding hat jetzt bestimmt geröstet. Ach, schon wieder so ein Mart. Arr, meine Westen. Ach, das kennen wir schon, brauchen wir nicht nochmal vorlesen. Ich glaube, ich muss meine Leute auf Band mal wieder heilen. Und ich kann keinen Papagei mehr rufen. Nein! Stirb! Er stirbt nicht. Toll. Das freut mich jetzt, dass er nicht stirbt. Oh ja, ich muss dann glaube ich erstmal ein bisschen was trinken. Ein Fässlein Rum für die Piraten. Wäre jetzt schön, wenn du sterben würdest. Eben nicht. Dann stirb halt nicht! Bitte! Mensch, müssen die Leute mal gleich so aggressiv werden. Auch nur ein Vorschlag. Jetzt stirb endlich. Oh, der greift automatisch den nächsten an. Das ist schön. Und tschüss. Was ist da drin? 5 Messersätze. Hey. Das wird wahrscheinlich so Billigmesser aus dem Versandhandel da sein. So, und wir haben keinen Rum mehr. Oh mein Gott. Ja. Wir drehen einfach mal an dem Rad. Und fahren damit scheinbar den Atomreaktor herunter. Das olle Geblinkheft endlich open tun! Arr! Oh, und den kann ich da hinten auf? Nein. Ich dann auf, nein. So. Ja. Eine Rumpflasche halt. Ein Rumpfwasser halt noch. Das sage ich nicht nie. Keiner drin, Dorin? Gut, was? Schau mal. Ah, Rumpflasche. Moment, was passiert, wenn ich da runterspringe? Wir speichern. Die Sägen sind okay scharf, wenn die sich nicht drehen tun. Irgendwie mit dazu überbrücken sind mit das Arr. Okay, ich hab Schall umgelegt, jetzt gehe ich wieder rauf, hier rüber, wieder runter, oh Gott. Also ich glaube, dass es so funktioniert, wie ich mir denke, dass es funktioniert, wenn ich das jetzt funktioniert. Okay, Atomreaktor fahren wir wieder hoch. Nein, da dreht man einfach ein Rad und ich probier das. Oh, das kratzt im Hals, das ist der Wahnsinn. Man merkt, dass ich das nicht gewohnt bin, so die ganze Zeit so arr. Ha, brillant. Na, also so ganz einfach. Ist noch was drin? Ach, was ist das für ein scheiß Rollenspiel, ey? Nicht bei den Lüftungsschächten was verstecken tun. Rumfässerschlüssel nehme ich alles, jawohl.
Halt, 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 halt! Ah, denkst du, ich seh's dahinter nicht, wa? Ich hab Pfeife erhalten? Ah, hol einen toten Piraten zurück ins Leben. Na, das muss ganz schön starkes Kraut sein. So, damit niemand merkt, dass wir da hinten was geklaut haben. Ja, die Elektrolaserschranken, die kennen wir noch aus... die Reise ins All. Nur ich glaube, diesmal sind alle drei echt. Und weil wir es können, fahren wir den Reaktor wieder runter. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich mach's einfach mal. So, weiter geht's. Ich hab noch irgendwas übersehen. Halt, Moment. Hab ich da unten noch was übersehen? Nein, nein, nein. Nein. Denk nicht. Nein. Nö. Wird schon passen. Denke ich. Wir speichern. Hui, und wir holen uns eine Rumflasche und einen Rumpfass. Und... Scheiß, die wandern. Piraten, auf meiner adretten Brücke? Auf geht's, Männer! Zeigt ihnen, wie wir pfleglichen kämpfen können. Arrrr, sehen all ut wie die Zuckerguss überzogen. Truppmänners! Wir speichern nochmal. Ja, ich mag speichern. Oh, oh. Volle Breitseite. Kein Ding nicht. Oh, ich kann keinen Papagei rufen. Oh, der lebt noch. Oh. Ja. Egal, ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Oh, toll. Sehr toll. Ja. Ich hätte ihn vielleicht auch mal heilen sollen. Ja, okay. F12-Taste ist sehr nützlich in RPG-Mega-Spielen. Und wir heilen erstmal. Nur heute ist nicht vorher gemacht. Wäre vielleicht nicht das Verkehrteste gewesen. Das ist bei mir normal irgendwie, dass ich das Zeug immer nie benutze. Ich habe immer riesige Mengen Heilmittel, aber... Boah, schiebt rein im Gesalbe sonst wohin. Aber ich benutze sie irgendwie nie. Das richtig extrem war das, glaube ich, in Dings, in Godic. Ja, also da hatte ich... Irgendwie... Was war das jetzt? Egal. Riesige Mengen Heiltränke habe ich aber nie benutzt. Weil ich es halt nie benutzt habe. Boah. Ich bin lieber immer noch 200 Kilometer gelaufen, um... Messerspicker dann? Kartetsche? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann es auch nicht richtig lesen. Die Fraps-Anzeige oben links im Bild. Die seht ihr nicht, aber ich sehe sie. Gott, jetzt muss ich den fetten Captain noch. Arr, Freisee vor Freiplünderer! Wie ja, Pirates. Hä? Was? Nein, ich wollte doch. Das ist Messer. Umgekehrt Igel, ein Gegner wird gespickt. Kugelsplitter prasseln auf alle Gegner ein. Nein, das wollen wir nicht. Wir haben nur einen Gegner. Und ich wollte doch gar nicht aufheben. Also wirklich, sie verhalten sich äußerst unzivilisiert. Alles drauf. Halt sie ein, sonst wird es doch schlimm enden. Ich halte lieber mit allem drauf, was ich habe. Weil, wer weiß, was der irgendwann... Und das war's. Kapitänszettel gefunden. Immer wieder schön. Arr, olle Starship! Das ist doch nichts Richtiges! Ist das nicht? Ist das? Das mögliche Ding mag keinen Mucks! Arr, was heft es bloß? Och, komm!
ich jetzt wissen müssen. Also auch zurück. Laufen runter. Runter. Es war irgendwie klar, dass das passieren würde. Und der Atomreaktor fährt wieder hoch. Nee, da ist auch nichts, schade. Oh Mann. Komm schneller. Muss das Spiel durchspielen, muss ich jetzt irgendwie kombattieren. Und rein da. Oder raus da. Besser gesagt, ja. Raus ist, glaube ich, besser gesagt. Wir speichern nochmal. Dort tut sich gar nichts rühren, tut sich da. Zur Aktivierung der automatisierten Schiffsvernichtung bitte den geheimen Zugangscode eingeben. Arr, eine Silberzerstörung. So mag dein Versenken Spaß. Ja. Soll ich vielleicht mal den Kapitänszettel lesen? 555. Ja, aber ich sage euch nicht in welcher Reihenfolge. Der Bestätigungshebel ist freigegeben. Das Team von Ingenieursbüro Heinze wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, ist aber nett. Nur aber nix, die weg! Oh, ich hab doch Zeit. Da könnten wir doch glatt mal was ausprobieren. Lalalala. Nö, hält nicht an. Also, die Selbstzerstörung hat eine eigene Energieversorgung. Die geht einfach weiter. Und explodiert dann halt einfach so. Ja, dann verlassen wir dieses schöne Schiff wieder. Schön, wie es untergeht. Arr, Sieg, arr. Und nur ab zum Nordpol. Beute, ahoi. So segeln die unverdrossenen Piraten ins Reich des Weihnachtsmanns. Niemand stand mehr zwischen ihnen, der sie noch aufhalten konnte. Und schließlich... Na komm. Arr! Treibeis und Eisberge! Was zeigt uns das, Männers? Le Nordpol! Wir haben es geschafft, Kapitän! Arr, arr, arr! Ach, herrlich. Angelegt! Und du geht ab zur Beute! Es ist jetzt nicht so schwer, erstmal die Kiste zu finden. Eine Rumpflasche, eine Pfeil, 5 Wurfmeter-Sets erhalten. Was? Zurück zum Schiff? Nee! So, da ist ein Schneemann mit lustig Mütze. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist der stark? Boah. Scheiß die Wand an. Meine Leute werden nie geheilt. Was ist das denn? Das ist doch Rassismus hier. Sie alles selbst machen. Boah, der lebt immer noch. Stirb. Soll sterben, habe ich gesagt. Ja, gut. Nein, würde sie nicht. Egal, ich muss jetzt erstmal einen Rumpffass benutzen. Nein, der kriegt die Rumpflasche. Es lohnt sich im Prinzip, die Pfeife jetzt schon zu geben. Ich warte noch ein wenig. Ach, das verschiebt sich immer nur um eins. Ich hab gedacht, der rutscht jetzt gleich erstmal 2 Kilometer lang weg, oder... Das ist so Schieberrätsel oder sowas. Das ist ja einfach. Moment, wo muss ich überhaupt lang? Ich muss den... Da lang. Da längs! Voll, was ist jetzt? Steuerbord? Steuerbord! Ich muss nach Steuerbord damit. Ah, das ist so ein, schiebt den Block 20 Milliarden mal in eine Richtung und... Ja.
Haha, ich bin brillant. Har, har, har. Kann ich das mitnehmen? Och Mann. Oh mein Gott. Arr, Schlitten, arr. Kann ich nicht nochmal speichern? Springe mit Ende über heranahe Steine und schnappe über die. Schnappe dir die Geschenke, indem du sie mit dem Schlitten überfährst. Stoße mit den Piraten nicht so oft an die Steine, sonst sind sie tot. Hui, es geht los. Oh. Hey, ich bin. Was? Was war das? War ich da gerade eben unter der Strecke? Also so wie in unten drunter, wo ich nicht hin sollte, glaube ich. Was ist das denn für ein Bug? Okay, kann ich das nochmal machen? Außerdem, warum habe ich verloren? Ich bin doch gar nicht gegen die Steine gefahren. Ich bin draufgesprungen. Ist da vielleicht noch irgendwas? Irgendwas von enormem Wert? Ein Sack Gold? Die Seelen einiger Jungfrauen? Bessere Kufen für meinen Schlitten? Ein langsam laufenderes Bild? Und wie bin ich eben unter das Bild gekommen? Und ich habe ein Schild überfahren, ein Geschenk. Wie komme ich jetzt auf Schild? Ja, egal. Es ist bei mir ein Schild und kein Geschenk. Oh, ein goldenes Geschenk. Ah. Oh Gott. Ach, das ist easy. Und noch ein goldenes Geschenk. Was kommt als nächstes? Ein kleiner Hüstchen. Ein blaues Geschenk. Ja, wir haben zu viel rumgetrunken. Wir sind blau. Pass mal auf, dass die grünen Männchen nicht kommen. Und noch ein gar güldenes Geschenk. Mit unglaublich hübschen Socken drin. Gar güldenen Socken in der blauen Kiste. In der Miste. Was war das jetzt für eine Farbe? Ah, ich bekomme nur die Hälfte mit, weil ich ständig darauf achten muss, was als nächstes kommt. Das ist kein Gold, aber irgendwie Silber. Ist das Silber? Soll das Silber sein? Nein, ist kein Silber, oder? Was ist das? Ich muss mir nachher das Video anschauen und wissen, was das für eine Farbe hat. Egal. 10 Geschenke errudelt. Mal gucken, was drin war. 5 Kanonenkugeln, 3 Rumpfmesser, 5 Messersätze, ein Piratenschild, ein Piratenanorak. Arr, arr, arr. Darf ich das nochmal machen? Ich könnte Laden das nochmal tun. Spitze Handhaken eines echten Piraten. Den kann ich auch ablegen. Toll. Mit aufgemalten Totenkopf. Arr. Schütz hält warm und sieht piratig aus. Schütz immerhin vor Sonnenbrand. Hält Möwen davon ab, die Frisur zu ruinieren. Der Klassiker für Wandenkämpfer. Der hat gar nichts. Okay. Na, ja, Hauptsache, der Captain ist gut ausgerüstet. Ja, hallo, Arschgesicht. Ich meine lieber nicht der Schneemann. Dir gebe ich, du. Warum hält ein Schneemann überhaupt einen Schuss aus einer Kanone aus? Ich meine, es ist eine verdammte Kanone. Oder ist es nur ein Schneemann? Versteht ihr den Logikfehler? Richtig, der Logikfehler ist, ich kann die Mütze nicht mitnehmen. Wähle deinen Weg, Wanderer. Rumfass. Ja, ich würde sagen, ich trinke erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, ne? Ich bin nach oben. Oben ist nicht, sagt das Spiel. Baum. Riecht nach Geheimnisse. Vielleicht war es auch eben. Okay, was ist da drunter?
Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ich muss die so zurechtschieben. Ah, okay. Dann schiebe ich mal. Eiswürfel. Haha. Ich brauche nur noch ein gigantisches Glas. Und ich speichere hier mal kurz und schaue mir beide Wege mal an. Was haben wir hier? Dumme Gnome. Und was haben wir da drüben? Oh Mann. Ein... Arr! Weihnachtsgraffe. Okay. Hahaha, dank der unermesslichen Macht meiner Kraftquelle, die nicht verstopft werden kann, werde ich niemanden passieren lassen. Und ich will die Kiste dahin auf jeden Fall. Ja gut, wissen wir schon, du bist unbesiegbar und toll und... Oh, Schieberätsel. Okay, ich muss das Ding da treffen. Lass mal schauen. Ich kann das! Nee, eigentlich überhaupt nicht, ne? Na, war so klar, dass es jetzt... Nee, ich glaube so schon mal gar nicht. Nee, so gar nicht irgendwie, ne? Nee, nicht wirklich. Okay. Ich könnte auch das darüber schieben. Wenn mir das was bringt. Dann... was mache ich da? Das ist wieder völlig falsch, was ich da mache. Ist es auch. Oh. Das ist schon wieder total einfach. Okay, Moment. Ich kann das darüber. Bringt mir nichts. Nein. So auch nicht. Okay. Herrlich, wie ich solche Rätsel liebe. Wie ich sie liebe. Mit Lieben meine ich so richtig schön hassen. Also ich schieb. Ist doch wahrscheinlich wieder ganz einfach. Ich schieb das. Nein. Ich schieb einfach mal das darüber. Möglicherweise das dann darüber. Okay. Dann kann ich das da runterschieben und das bringt mir gar nichts. Aber schön, dass wir es mal gemacht haben. Ich kann auch das dann überschieben. Hey, warum ist das so eine leere Stelle? Was soll mir die bringen? Stehe ich jetzt nicht ganz klar den Block nachschieben? Ha, halt echt. Ist ja lustig. Ich kann den Block dann ausschieben. Ich kann noch mehr Blöcke rausschieben, ne? Schon mal sehr schön, was ich da mache. Auch sie sehen irgendwie schön aus. Ich nenne es Murks in Eis. Oh Gott, ich will leider lang. Ich will die Kiste haben. Okay, wir können das dann überschieben. Dann habe ich hier eins. Oder es gibt linke Nacht irgendwann mit der Zeit. Die schiebe ich mal dahin. Boah. Wahrscheinlich kommen dann nachher gleich wieder so Kommentare. Oh, du Noob, ich hab's gleich gesehen. Ey. Aber das war einfach. Mist. dumme Giraffe. Schnell. Ich jetzt, was war das jetzt? Schnellschmelzer. Taut selbst granitfestes Eis in Sekunden weg. Ist da oben noch was? Verdammt, das sieht doch so aus. Boah, guck mal da oben, da ist doch was. Da, ja. Haha, doch nicht. Arsch, Idiot. Guckst doch überall nach, was? Spaß. Scheiß Spiel da, ey.
ja. Wahrscheinlich werden sich gleich wieder irgendeiner beschweren, wenn ich das hochlade. Ey, Alter, mach lieber, guck mal den Konguru, Arsch. So, was ist das? Zuckerstein? Arr, Beute voraus! Nun ist das nicht mehr weit, ist das! Komm her! Du dreist. Was zur Hölle? Hey, komm her, ich mach aus dir ein Fass. Ein Fass. Und aus dir mache ich auch ein Fass. Komm her! Coole Sache, das. Ist da hinten noch ein Versteck? So, Geheimnis. Da ist kein Geheimnis. Und ich sehe gerade diesen gigantischen Granit... diesen gigantischen Eisblock. Arr! Arr, wir sind dort! So, also der reichste Mann der Welt? Schlitzen wir ihn auf und nehmen sein Gold. Gott, das klang jetzt echt scheiße. Arr, arr, arr. Ho, ho, ho. War die auch immer artig? Klar, zum Eltern, holen wir uns sein Gold. So ist das also. Dann seht, wie der Weihnachtsmann zu kämpfen versteht. Zum Angriff, meine Wichte. Ach, das war der Weihnachtsmann. Rampazamba, tritt in den Sack auf sie. So, das sind wir Wichte. Der große Kampf. Du geitert um all. Okay. Und ich hab nichts aufgeladen mit dem. Oh je. Arr, hinterher. Er will in den Tresor flüchten. Trupp, der Todessäche kommt unter uns! Bald darauf an Heiligabend. Keine Geschenke? Es tut mir so leid, Susi. Aber ich war doch das ganze Jahr über lieb und brav. Das wissen wir, Susi. Wir können es auch nicht erklären. Vielleicht kann ich der Weihnachtsmann einfach nicht leiden, Liebes. Weihnachten ist so doof. Ich hasse den alten Weihnachtsmann. Es ist besser so. Für die Wahrheit ist sie einfach noch zu jung. Der Weihnachtsmann, den Hit von Piraten. Nein, das könnte das arme Kind nie verwinden. Wird es je wieder Weihnachten geben? Die Piraten werden so bald sicher nicht von den Reichtümern des Weihnachtsmanns lassen. So ist es. Und weil jede Geschichte ihren Sieger kennt, zeigt diese hier zum Abschluss gleich drei davon. Hoho. Arr, arr, arr. Arr, arr, arr. Arr, arr, arr. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann freuen sie sich immer noch. Ein Spiel von Real Troll. Hey. Beta-Tester, Beta-Tester-Maus. Beta-Tester-Maus, ja. Ende. So, nach diesen nervenaufreibenden Credits, die dieses absolut ewig epische... Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Spiel noch abrunden. Hoffe ich, dass euch mein kleines Weihnachtsspecial gefallen hat. Und wenn nicht, ist das ehrlich gesagt auch nicht mein Problem. Piratenweihnacht. Ja. Egal, das war's. Mein Special. Boah. Danach geht's jetzt wie gewohnt mit Corny Konga weiter, also am Wochenende und so, ne? Und, boah. Ich sag dann... Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.